Herzlich willkommen aus der Donauarena in Regensburg. Bananenflanker Budenzauber, die zweite Auflage nach letztem Jahr, die erste Auflage. Heute die Donauarena wieder. Ursprünglich ein Eishockeystadion, man sieht es hinter mir, wieder in ein Hallenfußballstadion verwandelt. Und ja, es hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Heute ja das Turnier bis 21.30 Uhr. Wir werden durch den ganzen Tag begleiten, haben ganz, ganz, ganz viele Hintergrundinfos, Rundum-Infos. Da müssen wir jetzt auch aufpassen, weil die ersten Bälle da neben uns einschlagen. Wir haben ganz, ganz viele Kommentatoren und Hintergrundinfos vorbereitet. Und wir haben natürlich auch einen Mann vorbereitet und das ist Ben Rückertl. Ben, komm mal ganz kurz zu uns. Der Gründer vom Team Bananenflanke. Ben, erklär mal unseren Zuschauern, die nicht mit dem Team Bananenflanke bisher ja keine Berührungspunkte haben, was das Team Bananenflanke genau ist. Also Team Bananenflanke, wenn man es so runterbricht aufs Wesentliche, ist ein Verein, Fußballverein, ein klassischer für für geistig beeinträchtigte Kinder. Körperlich ist nicht so, sondern nur geistig. Das bringt einfach zu durcheinander. Ihr habt ja den Verein vor ein paar Jahren gegründet. Das Projekt ist völlig, man muss es so sagen, durch die Decke gegangen. Ursprünglich aus Regensburg, jetzt deutschlandweit. Erzähl mal ein bisschen, was war da die Entwicklung und wie hat sich das dann so extrem ausgebreitet, dass es in ganz Deutschland mittlerweile die Akzeptanz gibt? Also es gibt zwei Gründer, Stefan Götz und mich. Wir haben in einer Einrichtung gearbeitet als Eilerzieher und haben da eben gemerkt, dass die Kinder auch Fußball spielen wollen, wie jeder andere auch, aber halt nicht immer hinter diesen Mauern. Die wollten auch raus und zeigen, was sie können. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, alles aus dem Ärmel irgendwie rausgeschüttelt. Und dann haben wir gemerkt, das könnte funktionieren, cooles Konzept. Und wir haben dann ein Jahr schon begonnen, haben dann totale Resonanz bekommen und haben relativ schnell einen Wahnsinnspreis gewonnen, einen goldenen Stern des Sports, als bestes Breitensportangebot in Deutschland. Seitdem ist diese Welle Wahnsinn und die reiten wir jetzt. Ja, du sagst es, ihr reitet die Welle, habt das letztes Jahr im Budenzauber auch in Regensburg ja einmalig in Bayern so ein Turnier ins Leben gerufen. Jetzt heuer die zweite Auflage, das ist euch gelungen. Nochmal ganz andere Kaliber an Mannschaften, sagen wir mal, an Land. Ja, ist tatsächlich so. Also, was das Schöne ist an dem Ganzen, ist, dass die Mannschaften mittlerweile auch zu uns kommen, weil sie das einfach schätzen, dieses familiäre Umfeld auch, weil sie sehen, dass dann viele ehrenamtliche helfen, mit anfangen und so. Das ist jetzt nicht so ein Turnier, wo ein Sponsor halt was reinklatscht und da wird was aufgebaut, sondern wir haben lauter Ehrenamtler, die das begleiten. Und das macht es irgendwie sympathisch. Man kann sich ein bisschen so, wie gesagt, bei so einem Klassentreffen fühlen. Und dieses Jahr ist es so, dass wir mit Dortmund, mit Leverkusen und der Kurt-Landauer Stiftung, wo ja ehemalige Bayern-Spieler spielen, dass wir da nochmal was draufsetzen haben. Vielleicht kannst du ja unseren Zuschauern aus Braid einmal beraten, wer da so im Köcher sitzt. Ihr habt ja kurz vor der Veranstaltung nochmal ja eine richtige Granate rausgenommen. Ja, das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass man eigentlich immer bis zum Ende dranbleiben sollte. Der Jens Lehmann wird noch einspringen jetzt. Wir haben schon vorab Gespräche gehabt, aber leider konnte er nicht eher zusagen. Ich denke, wenn wir das eher gewusst hätten, dass er sicher zusagt, hätten wir das eher spielen können. Aber ich sag mal, Jens Lehmann ist ein überragender Typ. Ist auch schön für die Leute, den mal näher kennenzulernen. Bei uns ist alles publikumsnah. Und Michi Sternkopf, also sind Leute dabei, wo mehr wie im Fußball mitspielen. Es gibt ja nicht nur dieses Turnier heute, sondern auch rundherum in der Arena ganz, ganz viel Programm. Natürlich auch die Zuschauer zu Hause nehmen wir damit. Auf was können sich die Zuschauer im Stadion explizit machen? Die können das Angebot nutzen und die Zuschauer zu Hause, was wird da noch rundherum geboten? Also so, dass wir in der ganzen Arena diverse Eventstände aufgebaut haben von unseren Sponsoren. Da können die Kinder mit Autos rumfahren. Dann kann man eine ganz tolle Tombola, Event-Tombola, wo man Preise gewinnen kann, die man so auch nicht bekommen kann. Preise wie zum Beispiel die Biografie von Jens Weißbuch und so weiter. Also wir haben da ganz tolle Sachen. Ja, jetzt ist so, man sieht es hinter uns, machen sich schon die ersten Mannschaften warm, die Johannita und die Malteser. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Sport, denn ohne diese Rettungsdienste wird es im Sport und auch im Leben einfach nicht gehen. Und ich glaube, ich habe euch da was Gutes einfallen lassen, dass wir diese Leuten, die sich da täglich um uns kümmern, eine schöne Bühne schenken. Ja, absolut. Also wir haben ja bei unserer Bananenflanke-Tag immer so unsere Werte mit dabei, Toleranz, Respekt, Hinweis und Fairness. Und leider ist es so, dass in der Gesellschaft diese Werte verloren gehen oder scheinbar verloren gehen, gefühlt verloren gehen, muss ich sagen. Und da wollen wir natürlich auch den Leuten, die ihren Kopf hinhalten für uns, sage ich mal, einmal eine Bühne geben und dem Thema wieder eine Bühne geben. Und ich sage immer so, lasst die Finger von den Rettungskräften. Es kann nicht so sein, dass jemand hingeht und will einen Sanitäter verprügeln. Was ist hier los? Ne? Also, der Ball war gefährlich, aber der hätte es zu kalt vernehmen. Aber wir hätten ja die Sanität im Hintergrund, die dir dann helfen können. Ben, ich sage schon mal vielen Dank für das Interview. Also überragende Geschichte, überragende Jungs. Auf geht's, sag mal's. Ja,
Ihr werdet uns heute auch wieder vom Spielfeldrand öfters sehen. Wir werden auch während den Partien immer wieder Interviews führen. Da schlägt schon der nächste Ball ein. Also wir sind heute ganz, ganz gefährlich nah dran. Und jetzt dann um 15 Uhr beginnt das Spiel. Wir haben es angesprochen, der Malteser und der Johanniter. Und dann vom Kommentatorenplatz melden sich die zwei Jungs oben. Das sind der Mario und der Marco. Und dann melden wir uns später wieder hier vom, ich habe es angesprochen, gefährlichen Spielfeldrand. Bis später.